Guckt euch das an. Guck mal, sieht man das in der Kamera? Das ist ein Auto, was ordentlich parkt. Links ganz ran am Knick, ein bisschen an der Schräge sogar extra für uns geparkt. Und du hast überhaupt keine Probleme, da durchzukommen. Nicht so wie die anderen Deppen sich ja direkt am Straßenrand hinstellen, am besten mit dem Spiegel rüber, dass du mit dem Trecker so aufpassen musst. Leute, die mitdenken. Das ist wichtig im Straßenverkehr. Auch wenn du parkst, immer mitdenken. Bei uns ist heute voll Action. Es geht zwar schon die Sonne unter, aber es ist noch kein Feierabend in Sicht, denn bei uns steht heute die Maisernte an. Wir sind im vollen Gange. Dafür haben wir Unterstützung vom Lohnunternehmen und von unserer Nachbarschaft. Und wir zeigen euch jetzt heute einfach so ein bisschen rückblickend, was den ganzen Tag über so passiert ist, die einzelnen Schritte, wer alles involviert war. Denn so einen Tag, wie immer, schaffen wir nicht alleine, sondern nur mit ganz viel Unterstützung. Für mich ist das einfach, ob das mit der Logistik funktioniert, wird natürlich alles nach Minuten oder Stunden bezahlt. Diese Technik, die man da hinter uns sieht, die ist ja auch, ja, kostet einfach viel Geld. Und ob das alles so funktioniert, ob man die Miete fest genug kriegt, ob ich nachher genug Leute habe zum Folie raufziehen, zum Zudecken heute Abend. Ja, das ist immer, sind so Tage, die sind, ja, die jungen Leute können da besser mit um als ich. Ja, guck mal. Ja, jetzt was, oder? Ich achte jetzt darauf, dass ich natürlich den Anhänger immer vernünftig treffe. Das macht die Maschine, aber die unterstützt mich dabei ein bisschen. Der hat oben eine Kamera, die hilft damit. Die kann die Bordwände von den Anhänger scannen und dann kann sie in der Mitte den Berg, sieht sie dann, wie hoch der ist, und dann arbeitet die Kamera da halt selbstständig mit. Der fährt von einem Landwirt zum anderen, der ist dann immer auf dem neuesten Stand. Wenn wir uns sowas kaufen würden, müssten wir ja 30 Jahre damit fahren oder so. Und nein, solche Arbeiten lassen wir vom Unternehmer machen. Ob das Rübenroden ist oder Maishäckseln oder Grashäckseln. Und wir haben auch gar nicht das Personal, um jeden Trecker damit zu besetzen. Da sind wir einfach auf die Hilfe angewiesen. Ich bin jetzt hier als Aushilfsfahrer angestellt zurzeit bei der Firma. Ich mache das nur so nebenbei, habe sonst meinen anderen Job. Und das ist jetzt hier so ein bisschen mein Ausgleich. Ne? Einfach nochmal, normalerweise bin ich Schlosser, schraub halt. Und jetzt kann man hier nochmal im Urlaub ein bisschen fahren. Und das ist halt so mein Ausgleich, sag ich mal. Andere fahren in Urlaub, ich fahre halt Häcksler. Ne? Wir häckseln für die Kühe. Also das ist ein Mais, der kolbenbetont ist, hat auch dieses Jahr einen richtig guten Kolben. Ich glaube, das wird gutes Futter. Jetzt hat das Gebiss vorhin einmal gestoppt, weil er ein bisschen viel von einer Seite gekriegt hat, und dann schafft er sich das nicht reinzuziehen. Und dann baut er sich vorne einen Turm auf und den ziehe ich jetzt einmal wieder neu rein und dann geht das gleich weiter. Mir ist es wichtig, dass es ordentlich wird. Das sage ich denen auch immer. Es geht nicht um die letzte Minute, auch wenn das Geld ist. Es muss ordentlich. Wir füttern das ganze Jahr unsere Tiere davon und es muss heute ordentlich werden. Es ist schon auch Stress. Also Papa ist natürlich Chef und hat die Verantwortung. Und vor allen Dingen diese ganzen Menschen zu koordinieren. Heute so viele Trecker. Es sind ja eh schon, finde ich, immer relativ viele Trecker bei uns. Aber das ist natürlich noch eine ganz andere Hausnummer. Es sind große Gespanne, es ist viel Verantwortung. Und es geht nur mit viel Konzentration. Gleich wird Christian noch kommen. Ja. Der fährt dann mit unserem Hänger. Aber unser Hänger ist ein Bruchteil von denen. Aber er fährt mit. Es geht da jetzt auch
umso eher wir fertig sind, umso eher können wir heute Abend zudecken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber irgendwie, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich so eine Kamera oder so ein Mikrofon bei mir habe, auch wenn ich alleine bin, irgendwie voll Bock, mal da so reinzuspielen. Ich hoffe einfach, dass mich niemand hört und dass das niemand aufnimmt. Aber es ist halt irgendwie fun, mit sich selber zu reden. So. Für mich leider erst heute Nachmittag dabei, weil ich, wie gesagt, heute Morgen noch arbeiten musste. Hatte Glück, dass ich Frühschicht hatte und da ich jetzt dabei sein kann, weil es einfach was Besonderes ist, das Maishäcksel. Wir machen es eigentlich einmal im Jahr, dieses Jahr sogar zweimal, weil der eine Mais letzte Woche schon reif war. Es hat 2 Minuten gedauert, mein Hänger ist voll. Wir fahren jetzt zum Hof zurück und auf die zweite Miete. Auf der ersten Miete war schon ein bisschen Grassilage und da haben wir Mais oben rauf gemacht und jetzt sind wir gerade bei der Miete bei, wo nun Mais hinkommt. Beim Maishäckseln zählt Geschwindigkeit und das ist einfach meins. Also du sollst nicht drödeln, es wird darauf geachtet, dass man das alles schnell Gas geben. Ja, und das Miteinander, wie gesagt, es ist einfach eine Riesenaktion. So schnell geht das bei meinem Hänger. Nach jedem Abladen fährt permanent ein Trecker fest, beziehungsweise jetzt sind ja schon 2 auf der Miete hinter mir. Also es ist wichtig, dass das Futter gleichmäßig auf den Haufen kommt, auch nicht auf einem höher ist als auf dem anderen, aber eben auch, dass es gleichmäßig abgefahren wird, damit wir eine gleichmäßige Verdichtung haben. Und Verdichtung heißt einfach, dass die Luft jetzt da rausgeht. Überall, wo Luft reinkommen kann, entsteht direkt Schimmel. Ne? Und wenn man sich dann vorstellt, dass wir im hintersten Teil dieses Silos erst nächstes Jahr um diese Zeit sind, vielleicht vorher, und da kann sich jetzt ein Dreivierteljahr vorher Schimmel reinfressen, ist schlecht. Jetzt startet der körperlich anstrengende Part. Wir decken jetzt die zweite Miete zu. 20 Uhr haben wir mittlerweile. Da oben laufen Chef und Junior-Chef. Ja, los geht's. Okay, bereit. Wenn diese scheiß Zudecken nicht wäre. Oder? Gib zu, da könnte man jetzt voll drauf verzichten. Jetzt haben wir die Unterziehfolie drauf. Und jetzt wird das mit Sandsäcken zugepackt. Und die Außenkante nochmal umgeschlagen. Damit da keine Luft reinkommt. Dritte Folie. Folie ist gar keine Folie, ist ein Netz. Zum Schutz. Also damit da keine Vögel irgendwelche Löcher reinpicken. Schicht im Schacht, Leute. Wir haben es geschafft. Was sagt der Wecker? Oh, 21 Uhr, da geht ja voll. Alles zu. Ein paar Reifen kommen morgen noch. Sind wir zufrieden? Wir sind zufrieden. Gut. Und K.O. Und K.O. In diesem Sinne, schönen Feierabend. Ja, Leute, das war's. Wir sind alle fix und foxy. Beide Mieten sind zu. Morgen muss noch ein bisschen Feinschliff gemacht werden. Wir fallen alle tot, müde, aber zufrieden ins Bett. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Kommentiert gerne mit euren Fragen. Liked das Video, abonniert den Kanal. Und dann sage ich gute Nacht und bis zum nächsten Mal.